Willkommen zur 100. Folge von Warfilm. Genau. Heute ist es unser Jubiläum bei Warframe. Wow. 100. Wow. 100 Let's Plays von Warframe. Wow. Ja. Das ist brutal. Das ist quasi wie 100 Euro. Also 100 mal 1 Euro. Dazu kommen aber keine Tutorials und sonst was, ne? Und Breaking News auch nicht. Also, über 100 Folgen Warframe. Wer guckt sich sowas an, Mann? Weiß ich nicht. Okay. Nee, also, ganz coole Geschichte für uns. Es ist einem noch nie vorgekommen, dass wir so viele Folgen von am Spiel gemacht haben. Weil es davor keiner mehr geguckt hat. Ach, halt die Klappe. Jo, und deswegen ist es für uns jetzt heute ein kleines Jubiläum, welches wir jetzt nicht unbedingt mit einer speziellen Folge feiern möchten, weil wir haben dazu den 500 Abonnenten, haben wir so ein kleines Spätzle gemacht und ein bisschen gesprochen. Kann ich rein? Ja, kannst rein, klar. Aber wir verlosen wieder Platin. Für PlayStation 4 und Xbox One. Genau. Und zwar gibt es dann wieder 170 Platinum zu verlosen. Jeweils für die PlayStation 4 und Xbox One. Und dazu müsst ihr aber eine Frage beantworten. Ne? Und diesmal machen wir es nicht so einfach wie sonst, dass ihr irgendwie quasi einen Kommentar zu einem Update schreiben müsst. Oder einfach euch beteiligen, sondern ihr müsst erraten, wie alt. Schätzen. Wie alt er und wie alt ich bin. 40? 20. Genau. Und derjenige, der am nächsten dran ist, also bei beiden, der gewinnt das Platinum. Ist doch einfach, oder? Im Fall der Fälle, dass zwei gleich richtig geschätzt haben sollten, wird natürlich dann verlost, weil wir pro Plattform nur einmal 170 Platinum verlosen können. Geschickt wäre es, wenn einer eine Xbox hätte und der andere PS4. Genau. Also, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr denkt, wie alt er oder und ich bin. Und dann und ich, du, ja. Du, ich, ne? Alter Sack. Ja. Und bitte vergesst nicht, noch dazu zu schreiben, auf welcher Plattform er spielt. Ganz wichtig. Das macht, weil sonst wissen wir es nämlich später nicht. Falls es zu einer Verlosung kommen sollte. Sonst müssen wir nachfragen. Und meistens ist es so, wenn man nachfragt, dann kriegt man keine Antwort. Was bist du? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Genau. Und heute werden wir eigentlich ein bisschen Orokinfrag noch spielen. Wir wollten eigentlich mit Clan-Mitgliedern. Ja, bloß die spielen gerade irgendwie. Aber die Zipfel haben ja irgendwas anderes vor. Eigentlich wollten wir erst so eine PvP-Folge machen. Ja, so ein bisschen jeder gegen jeden. Da sind so viele dazugekommen. Ja, aber das Problem ist, also PvP in Warframe ist nicht sehr beliebt. Wir haben mal ein Matchmaking kurz gemacht. Und da war genau noch einer dabei, außer uns beiden. Und das war schon sehr geil. Ja, weil der Typ auch einen Speedfrost hatte und wir haben nichts dergleichen. Ja. Meine Kanonenfutter. Ja, das war dann nicht so spaßig. Deswegen haben wir es dann gelassen und nicht aufgenommen. Ja, und deswegen machen wir heute Orokinfrag und reden so vielleicht generell mal noch ein bisschen über Warframe. Was auch sonst. Vielleicht auch, also es gibt ja schon so ein paar Dinge, die in Warframe passieren und ja, da können wir mal noch ein bisschen drüber reden, dass so manche auch vielleicht noch ein bisschen mitkriegen, was passiert. Oder was passieren könnte, wo Warframe hingeht. Dass gerade viele auf was anderes spielen. Ja. Das gerade Sommerloch ist ein bisschen. Ja, ich gehe mal, meine genau euch, ihr edler Scrollfutzig. Ja. Dann fangen wir eigentlich am besten direkt an mit dem Sommerloch von Warframe. Also momentan sind, oder in letzter Zeit sind dann ziemlich viele Spiele rausgekommen, die ja auch so ein bisschen auf das Grinding beziehungsweise auf
hohes Spielpensum angewiesen sind. Darunter zählt natürlich auch die Elder Scrolls Online oder vielleicht auch Witcher. Ich bin schon lange durch, ich brauche gar nicht angucken. Ja, aber ich noch nicht. Und ja, deswegen kommt es in letzter Zeit schon vor, dass Warframe momentan ein bisschen leerer ist als sonst. Aber es hält sich in Grenzen, ist nicht so schlimm wie damals, als Destiny rauskam. Ja, da war wirklich, es war. Da war tot, da war richtig Warframe tot. Das war richtig schlimm. Ja. Also das so zum Sommerloch. Ich denke mal, wenn Destiny auch gut gewesen wäre, wie sie es angekündigt haben, wäre es immer noch tot. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Weil, also Warframe hat sich viel weiterentwickelt, muss man sagen. Also vor allem, wenn man es mal vergleicht mit der allerersten PS4-Version von Warframe, die war halt echt, wow, ist das echt 15 Bilder pro Sekunde und die Grafik erst, wow. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Weil coolere Musik dabei war. Ja. Die, wo wir auch noch benutzen bei unseren Vorstellungsvideos. Ja. Ja. Ich gehe mir so auf die Nüsse, dass sie das ausgemacht haben. Wer macht denn Trommeln raus? Weiß ich nicht. Aber deswegen Glück, dass Destiny doch nicht so der Hit war. Nur was eben momentan meiner Meinung nach ein bisschen fehlt, ist so ein wirklicher Fortschritt, sag ich jetzt mal. Es gibt zwar viel Performance-Verbesserungen. Ein bisschen was Neues. Ja. Also nicht nur Charakter und Waffen, sondern mal einen neuen Planet oder. Keine Ahnung. Gerade so wieder ein Wasserfuzzi-Level-Dings-Bums. Zum Beispiel. Oder ein neuer Spielmodus. Ein wirklicher neuer Spielmodus. Nicht so wie Archwing, wo man dann irgendwie nicht spielen will. Sondern was Richtiges halt einfach. Also Archwing wäre okay, wenn ich alles so weit weg wäre. Ja. Und was. Also der Raid, der hat zwar. Der hat was. Ne, bloß, da, als wir ihn probiert haben, war es nicht so prickelnd, weil wir nicht wussten, was wir tun sollen. Ja, doch, der war spitze. Ja. Aber was habt ihr gemacht im Raid? Wir sind gestorben. Ja. Nur was mir halt auf den Keks geht. Und das ist eben, dass es für den Raid kein Matchmaking gibt, sondern man muss echt dann quasi, sag ich mal, 8 Leute finden, die mit dir zocken. Das ist die gleiche Scheiße wie damals bei Destiny. Ja, genau. Und da habe ich auch schon keinen Bock drauf. Das sollen die Matchmaking machen. Im Void ist es mir egal, weil Void kann ich theoretisch sogar allein spielen. Ja. Aber den Raid allein zocken, euch echt, also ich, da kriege ich dann lieber 3 Kinder, wo ich es nicht mal könnte. Und weiß ich nicht, also da weiß ich nicht, ja, ob ich groß Bock habe, den Raid noch mal zu zocken. Außer mich fragt jemand, ob ich mit will. Ja, weil sonst ist ja auch nervig. Ja. Wahrscheinlich willst du spielen, wenn die anderen gerade nicht spielen können. Und richtig. Also deswegen ist es ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass da vielleicht noch was kommt. Ja, weil sonst ist der Raid halt nice to have, aber ja, das war's dann halt auch. Nicht so toll wie gedacht. Nee. Leider. Außerdem habe ich gehofft, dass beim Raid so mega oberfutzig, dass ich so eine Scheiße kaputt machen muss. Da kommt er auch noch ganz am Schluss. Wow. Ja. Dann kommt der in seinem Roboter Warframe, der Y-Hack. Schon wieder. Ja. Dann brauche ich ja nicht einen Raid spielen, dann kann ich auch die Scheiße alle spielen. Ja, nee, ich glaube, der ist ja noch ein bisschen anders. Aber ja, trotzdem, also da würde ich mir irgendwie was anderes wünschen. Weil ja, also, was war das? Weil das hat mir schon bei Destiny nicht gefallen, so dieses immer zusammensuchen und alles. Ich bin da irgendwie faul. Ansonsten. Gut, das mit dem Void entfernen haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Was aber auch passieren wird, was ich erstmal gut finde von der Übersichtlichkeit her, aber was halt auch jetzt auf Gameplay-mäßig gar nichts verändert, die Sternenkarte wird nochmal überarbeitet. Ja, aber die ist ein bisschen. Nee. Ja. Die Sternenkarte wird überarbeitet, dass sie funktioneller ist, aber auch, dass da nicht so viel überflüssige Missionen dabei sind, weil momentan ist eigentlich, weiß nicht, 90% der Missionen spielt man eigentlich sowieso nicht, es hätten da gerade eine Alarmierung drauf und 90% von den scheiß Planeten spielt man nicht. Ja, das kommt noch dazu. Alles wird dann mit der Void-Entfernung gefixt. Du willst nicht? Du willst.
Was? Planetenspiel. Ja, keine Ahnung. Da haben die auch, glaube ich, am Anfang nicht so viel drüber nachgedacht. So von wegen, ja, machen wir die Planeten und machen wir den Void. Hm, niemand spielt die Planeten. Was ist denn der für ein Problem? Das macht der. Weiß ich nicht. Sehr bescheuert. Man weiß es nicht. Jo. Also so viel zu dem Thema. Auch viel mehr wissen wir auch momentan nicht. Klar, es wird es auch wieder bald einen neuen Warframe geben, aber weiß nicht, also jetzt haben wir Mirage gehabt, die war okay. Die bringen irgendwie zu viel, ne? Weiß nicht, also wir hatten jetzt Mirage, das war okay. Dann haben wir jetzt Chroma gehabt, das scheint jetzt auch nur okay zu sein, also bisher habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich den, nachdem der 30 ist, weiter zocken werde. Ja, außer die, wo halt sagen, oh, der ist voll fett. Voll fett, wenn man ihn fünfmal zurücksetzt, ja, habe ich voll Bock drauf. Ja, keine Ahnung, seine Fähigkeiten sagen mir jetzt auch nicht so zu, muss ich dazu sagen. Und dann kommt eben der neue Warframe. Der richtig spitze aussieht. Sehr froh, dass du nicht die ersten Entwürfe gesehen hast. Ist scheißegal, er sieht auch so scheiße aus. Ja. Ob er jetzt voll scheiße aussieht oder nur noch scheiße, es ist scheiße. Ja. Ist schon ziemlich Geschmackssache. Aber ich sag mal, das war Limbo auch schon, der hat mir auch nicht so gefallen. Aber das sieht wenigstens noch ein bisschen nach Magie aus, aber dieser Vollspaß, wie der jetzt aussieht, ist schon. Mal gucken. Vielleicht greifen die auch noch so die eine oder andere coole Idee auf. Weil das Thema ja, sag mal, gut und böse ist. Wow. Ja. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Also viel wollen wir da auch nicht verraten. Dürfen wir auch nicht verraten. So, die haben doch schon auf Facebook enthüllt. Ja, aber da geht's, sagen wir, gerade von Fähigkeiten und was noch geplant ist, gibt's da mehr und deswegen will ich da gar nicht anfangen, ein bisschen drüber zu reden, weil nachher spoil ich noch irgendwas. Ja, dann warst du wieder rausgeschmissen. Wieso wieder? Bin ja nicht rausgeschmissen worden. Wir wurden ja mal fast rausgeschmissen. Ha? Nicht aus Warframe, aber Jute Tuppe. Und? Ja. Das war nur wegen Square Enix. Square Enix ist scheiße. Was, jetzt zeigt eine Demo von uns? Boah, ihr kriegt einen Strike. Einen bösen Strike. Ja, könnt ihr 6 Monate machen, was ihr wollt. Aber keine Videos länger als 15 Minuten. Und nein, Links dürft ihr auch keine mehr reinmachen. Werbung? Nix, gibt's gar nichts. Der Pech. Werbung war ja eh noch nicht da. Ist egal. Bloß da haben wir halt davor schon Videos gehabt und die gingen halt alle länger wie eine halbe Stunde und da war das richtig scheiße. Ja. Deswegen hat damals Last of Us einfach aufgehört. Stimmt. Das war fett. Ich weiß. Das waren nur Zeiten. Ja, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass wir früher eigentlich ein ganz typischer, normaler Let's Play-Kanal waren. Wenn es nach mir gehen würde, wäre es immer noch. Ja. Das Problem war, wir haben ziemlich viel Let's Played. Nur die Views waren halt schon atemberaubend. Ja, unser damaliges Zugpferd war Dust. Was ihm ging, ich war nicht gut in Dust, dann musste er spielen und ihm ging so auf den Sack. Ja, als ich keinen Bock mehr hatte. Dann haben wir uns nach was umgucken müssen, was Spaß gemacht hat. Und was beide mochten. Und so sind wir dann bei Warframe gelandet. Aber es gibt ja erst bei Planet Side 2, oder? Voll geil. Ich hab's jetzt zweimal gespielt, die Beta. Ist fett, oder? Ich weiß. Weiß nicht, Planet Side 2 macht mich auch nicht so an. Hab's auf dem PC ein bisschen gezockt und es war einfach. Es hätte was, wenn ich nicht eine halbe Ewigkeit wohin laufen muss. Man kann sich zwar hin teleportieren, aber trotzdem. Ja, gut. Bin mir auch nicht sicher, ob es irgendwann nochmal so ein Spiel gibt wie Warframe.
könnten ja einen AAA-Titel machen. Ja, Warframe. Die Macher? Achso, die und Dark Souls Nachfolger. Ah, doch, Dark Souls. Nee. Dark Souls, Idiot. Dark Sector. Na, ja, das wäre schon fett. Oder die könnten auch einfach in Warframe eine Einzelspielerkampagne einfügen. Ja, mit dem Typ aus Dark Sector. Ja, oder halt, was danach ist oder sowas. Eine richtige Story halt mit Zwischensequenzen, Render, Szenen, was weiß ich, einer coolen Story und wie auch immer. Das wäre fett. Wenn sie mit dem das machen, würde ich sogar, ich sag mal 40 Jahre dafür zahlen. Wenn es so eine kurze Geschichte wäre. Ja, ich würde auch Geld dafür zahlen. Also, shut up and take my money. Aber ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass sie da was machen werden. Ja, weil sie uncool sind. Tja, ich weiß halt auch nicht, wie viele Ressourcen die haben. Ja, jetzt echt mal wieder den besten Energy-Drink der Welt trinken. Du präsentierst die Scheiße so, wie wir Geld dafür kriegen würden. Was? Du präsentierst die Scheiße so, wie wir Geld dafür kriegen würden. Ja, tun wir ja quasi, oder? Wir kriegen Rabatt drauf. Ja, dann verlosen sie auch selber. Ja, ist ja egal. Wo kriegst du denn so günstig so einen Energy-Drink? 60 Cent pro Dose. 60 Cent und auf die Kacke ist immer Pfand drauf. Das ist fett. Das ist immer fett, fett. Fett. Du bist fett. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Mich kann eigentlich interessieren, ob jemand schon mal bestellt hat über uns. Von unseren Zuschauern Hauptgebräuse bestellt hat. Dem schon die PC kann man bestimmt nicht saufen. Also ich denke bestimmt, ja, die machen bloß Werbung, ich denke bestimmt Scheiße. Da ist bestimmt was anderes drin. Oder vielleicht jemand hat es bestört, weil er es sowieso schon Raubtierprobe mag und sich jetzt denkt, Gutschein. Wir haben bestimmt alle Raubtierprobe gekannt. Bestimmt. Wo ich dir damals die Seite gezeigt habe, war es auch so. Was? Raubtierprobe. Ja, stimmt wohl. Das Coole ist, wir haben es sogar bei Ding probiert. Bei Monster. Ja, der hat uns sogar geantwortet. Ja. Ja. Tut uns leid. Aber ihr Pisser kriegt nichts. Ja. Na, ist klar, das ist halt auch ein großer Konzern. Was wir überlegen müssen. Monster hat geantwortet. Beknackte Killerfisch. Die haben einfach gedacht, leck mich. Oder was viel später, glaube ich. Ja, die haben, glaube ich, erst nach 3 oder 4 Wochen geantwortet. Die waren ziemlich spät dran. Ich glaube, es gab jetzt keinen, der nicht geantwortet hat. Weil nachdem Monster abgesagt hat, brauchst du den anderen gar nicht schreiben. Rockstar und Rentless und ist in Amerika so riesig, dass es eh. Tja, hätten ja bei Red Bull fragen können. Das trinkt eh keiner. Weiß ich, mag Red Bull nicht. Das hat einen beschissenen Nachgeschmack. Ja. Weil das sagen ja manche so, wahrscheinlich wenn sie Raubtierbrause trinken, dann sagen sie, hey, schmeckt ja wie Red Bull und sagen, nicht ganz. Das war aber lange so. Weiß nicht, also. Red Bull und Raumtierbrause, finde ich, hat zwar schon eine ähnliche Geschmacksnuance, aber ist irgendwie dann doch grundverschieden. Was war das? Hast du gefurzt? Oh ja. Du hast gefurzt. Deswegen stinkt es hier so. Dein Gehirn stinkt. Das kann gar nicht sein, das ist dicht. Verwest. Bei dir vielleicht. Du hast schon Gorgonzola Schimmel auf der Rübe. Ach, halt die Klappe. Was machst du? Weiß nicht, langweilen. So. Aufleveln macht riesig Spaß. Ja, gut. Ich glaube, bei 15 gehen wir sowieso raus. Meine Bolter zieht schon nicht mehr so viel. Ich
habe sie nicht mal benutzt, aber ich hau auch auf die Dinger drauf wie so ein Bescheuerter. Also gegen die Kleinen geht's, aber wenn die großen Kacke kommen, aber der ging jetzt auch. Aber vorhin hatte ich echt gedacht, oh genau. Was? Du hast gelacht. Ja. Warum? Ich will noch erfahren. Bist du gefurzt? Nein. Weil ich eine kleine Träge getreckt habe. Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Warum lachst du dann so eine kleine Sushi? Ich lach einfach so. Na, wie ich will. Wieso brüll der Sack nicht? Bist du ein Brüllaffe? Ich bin einfach die Fresse. Nee, du, das ist mein Hobby zu reden. Ich weiß. Ach, tust du gerade so, als ob du nicht redest, gell? Nicht so viel wie du. Oh ja. Du Labersack. Genau. Ich rede, wenn die Kamera aus ist. Ja, ich wollte gerade eben sagen. Du redest halt nur für dich mit die Kamera an, nicht? Ja, weil ich nicht will, dass ich das Ding bescheuert. Du, das Ding wissen die auch so. Puh. Wollte ich nur sagen, wegen dem beknackten Video. Ach so, stimmt. Ich soll am Anfang sagen, weil die Scheiße guckt sowieso keiner so lang. Wieso guckt sie doch? Die gucken bestimmt ein paar Leute so lange an, hoffe ich zumindest. Also werden es demnächst auch noch unser, wie soll ich sagen, Gaga-Video. Behind the Scenes. Hinter der Kamera, wie auch immer, außerhalb von unseren Videos. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Muss man noch einen guten Namen ausdenken. Wo wir quasi alle aufgenommenen Fails präsentieren. Ja, und Fails sind da halt auch so Gehirnaussetzer und. Mega Gehirnaussetzer. Ja, also so richtige Gehirnaussetzer. Der Spruch kann Psychiater zeigen, der wird uns wahrscheinlich sofort in den Klapse packen. Ja, mach alles kaputt mal, da muss ich stampfen, du Sack. Ja, stampf mal öfters, Stampfer. Wo ist ein Stampfer? Ich stampf dir eine. Ach, halt die Klappe, mach was für dein Geld. Was für Geld? Weiß nicht. Mach was. Hey, komm, siehst du die tollen Texturen hier oben? Ich bin nicht da, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du bist. Da, wo das Wurmloch hinzeigt. Ja. Das ist halt Matsch. Ah. Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, da geht sowieso niemand hoch. Oh, doch. Ist ja alles, was halt weiter weg ist, braucht mich interessieren, wie es aussieht. Ja. Nein, Scheiße. Was ist? Ich wollte da hoch, ging aber nicht. Scheiße. So, ja, ich mache immer wieder was, sorry. Ich habe noch kein Problem damit. Nicht? Und wie bisher die Voltage? Ja, wenn sie mehr reinhauen würde, wäre das besser. Wow. Oh, da ich keinen Beschleuniger oder so einen Scheiß drin habe, ist. Ja! Ja, wollen auch gucken, dass wir nächste Zeit mal die eine oder andere Waffe auch wieder im Tutorial oder ein Bild drüber machen. Ja, indem wir auch die scheiß Beschleuniger kaufen. Ja, bloß das Problem sind immer die Beschleuniger. Also Orokin-Reaktor haben wir mittlerweile genug, weil das Problem ist, es gibt auch nicht unbedingt so viele Warframes, wo man jedes Mal einen Orokin-Reaktor braucht. Aber die blauen Orokin-Beschleuniger sind einfach nur... Das ist bescheuert. Das sind einfach nicht nur rar, die sind so rar, dass man wahrscheinlich sogar, was weiß ich... kaufen muss. Ja. Ich weiß noch, am Anfang, da hast du eigentlich hat's immer ewig gereicht. Da hast du auch nicht viel Waffen gehabt. Ich weiß. Und jetzt
kriegst Waffen hinterhergeschmissen, dann brauche ich die Scheiße die ganze Zeit. Ja. Mittlerweile habe ich auch 8 Waffen in der Schmiede, die fertig sind, die ich auch noch nicht hinzugefügt habe, also abgeholt habe. Ja, du bist doch ein Bonusverein von Warfheim, die sollen dir die scheiß Waffen geben. Nee, kriegt man nicht. Auf PC gibt es da so ein Programm. Sagen wir, Warframe-programmmäßiges Dings von den Entwicklern, dass die Leute früher Zugang kriegen zu den Waffen. Ja. Für den Konsolen ist das aber bisher nicht angedacht. Konsole? Was? Ja. Ja, für die ist ja PC quasi so eigentlich die maßgebliche Plattform. Die kriegen es als erstes, die machen das Beta-Testing und mit das erfolgreich abgeschlossen ist, kommt es auf den Konsolen. Ich höre bloß die PC-Spieler nie gern, dass sie Beta-Testing betreiben. Wie auf den Konsolen kriegen, da meistens immer die richtigen, ausgefertigten Fassungen. Das gleiche, wenn sie rumheulen, wenn sie Amis vor uns kriegen. Theoretisch sind die Amis die Beta-Tester. So kriegen die es vor uns? Ja, das PlayStation Now und so ein Zeug. Ach, so meinst du? Ja. Die Frage ist, sowas wie PS Now, ich hätte da schon auch gern Beta-Test. Komm mal, ich bleib hier hängen, ich komme hier nicht mehr weg. Oh, ist das fett. Siehst du das? Du bist in der Matrix. Okay, es hat funktioniert. Das war ja echt. Was soll das scheiß Portal sein? Ja, ich musste mich losmachen. Ich konnte nicht mehr weg. Boah, ich laufe jetzt ein paar Scheiße schon weg. War festgepackt. Ist normal. Ja, kommt schon ab und zu vor. Die Kacke ist noch nicht voll. Was denn? Deine Nahkampfwaffe? Ja. Wie viele Level bist du schon hochgekommen, seit wir hier drin sind? Ich glaube nicht mal 1. Dann wird sie nicht voll sein. Und wenn, habe ich sie mitgekriegt. Mein Gehirn ist aus. Gehirn? Was? Hast du schon aufleveln? Okay. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Beim Leveln kann man eigentlich eingeschlafen. Ja, bin ich eingeschlafen. Weil. Und habe aber trotzdem noch gut gespielt eigentlich. Was denn? Also eingeschlafen nicht, dass ich jetzt wirklich gepennt habe, sondern es war ja so. Es hat irgendwie funktioniert, aber es war auch schon spät Abend, spät nachts. Bei dir ist alles spät. Also die Klappe. Du bist schon Nachtweichei. Genau. Ich will jetzt nicht sagen, wie es bei dir an der E3 war, gell, aber... Ich hatte auch nur 5 Stunden Schlaf, du Arschkröppe. Ja, du hast du immer eine andere Ausrede und sagst andere sind müssen. Oh ja. Ich will dich sehen mit 5 Stunden Schlaf und dann das machst du noch durch bis um 5 Uhr morgens. Du, ich hatte am Tag danach hatte ich auch noch 4 Stunden Schlaf. Leck mich einfach. Nein, weiß ich nicht. Ich ekelhaft. Kommst du mir gerade nur so vor, da geht die Welle echt verdammt lang. Ja. Oder? Ich muss raus. Wir haben für die letzten 5 Wellen haben wir länger gebraucht wie die 10 davor. Hey, ich stampfe es einfach die ganze Zeit auf Sack. Deine Stampfer haben wir ja, Mann. Ja, mach ich erst. Du bist wieder Kartoffelstampfer. Ich will wieder verstehen. Und stampfe. Aber kann sagen, gehen die nicht mal mehr kaputt? Gehen sie auch nicht. Doch, einer ist schon kaputt gegangen, oder? Wow, der war am nächsten dran. Also der erste PS4-Controller ist echt Müll. Ja, das hast du vorhin auch schon gesagt. Tickst du dich? Ich gleiche nach unten. Was machst du? Fähigkeit wird verwendet, ist der behindert? Vielleicht liegt sie auch am Benutzer. Fuck you.
ist halt gut, meine Slow Nova, ne, da hat man nicht so viel Stress. Aber es braucht halt Ewigkeiten, bis die immer zu dir kommen. Ja, besser wie bei, okay, da ist die Speed Nova okay, aber. Nicht da, mit wem war man drin? Mit Skopelenta. Ich glaube, ja. Mit unserem Mirage und dann mit seiner Speed Nova, es war echt. Ja, es war nur einfach nur ein Akt. Es war Hektik pur. Ja. Vor allem, wenn die Gegner halt relativ stark sind und dann eine Speed Nova noch und die ganze Zeit nur denkst, oh, und du hast eh nichts aus. Ja, ist schon geil. Ja, ich brauche unbedingt mal Nova Prime. Irgendwann, ja, sag schon eine Weile. Ach, halt die Klappe. So wie du auch ein Volt Prime willst. Ja, ich weiß, ich will viel. Oh komm, es ist fertig, oder? Jetzt haben wir es aber geschafft. Wow, ein seltener Fusionskern. Das ist ja nicht nur fantastisch, das ist fantastisch. Das ist sehr herrlich. Oh ja. Cool. Guck mal, 31 Minuten, wer guckt die Scheiße an? Hä? 31 Minuten. Ah, wir hatten schon Folgen, die waren auch so lang. Aber ey, 30 Minuten ist schon ein richtig schlechter Schnitt. Hey, ich habe mehr getötet als du. Wow. Wow. Du bist ein Tier. Du bist ein Megatier. Kannst du was davon kaufen? Ich komm von Raubtierbrause. Der Beste. Okay, also. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und auf die nächsten mindestens 100 Folgen von